Ja, auf jeden Fall. Sowas vergisst du nicht. Auch ja, wie die Osnabrücker Mannschaft, würde ich sagen, sich verhalten hat, auch wie die Fans sich verhalten haben. Da frage ich mich schon, ob das so sein muss. Ja, natürlich war das in den Hinterköpfen, aber wir haben das trotzdem in gewissem Maße versucht natürlich auszublenden. Weil wenn du nur mit Emotionen ins Spiel gehst, dann wird es nicht gut. Aber ich glaube, wir haben in Osnabrück natürlich die beste Reaktion gezeigt, die beste Revanche gehabt, die man überhaupt haben kann. Und von daher ist das alles für uns vergessen. Wir sind einfach zufrieden. Ja, sicherlich. Klar, das gehört natürlich auch dazu, weil das auch ein gewisser Abschluss war. Nochmal auf die letzte Saison natürlich, dieses Spiel so deutlich zu gewinnen, so dominant zu gewinnen. Auf jeden Fall Genugtuung, ja. Das weiß ich nicht. Man sieht es ja leider häufig. Klar, bei den Fans, die sind natürlich auch immer sehr emotional. Ist die Frage, ob man denen dann einen Vorwurf machen kann. Weiß ich nicht, will ich auch gar nicht. Und die Sache so hochzuhängen, müssen wir jetzt auch gar nicht mehr. Weil das war wirklich, ja, das war letztes Jahr. Natürlich war das nicht schön für uns, das wollen wir nicht mehr erleben, aber es war jetzt nun mal so. Trotzdem haben wir die Revanche gegeben und das war ja das Wichtige.